Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Sobald wir einen Zwerg auf Level 120 haben, der auch ehrfürchtig bei der Fraktion Eisenschmiede ist, können wir in Patch 8.1 in Stumme die Quest für die Traditionsrüstung annehmen. Die Forscherliga ist zum Steinbruch Golbola in Dun Morog aufgebrochen, um ein Artefakt zu bergen. Jedoch gilt diese Ausgrabungsmannschaft als vermisst. Nun sollen wir im Steinbruch nach den Vermissten suchen. Dort finden wir die Ausgrabungsmannschaft tot vor. Wir allerdings werden auch direkt von einem Trog angegriffen. Haben wir den Gegner besiegt, finden wir eine Steintafel hinter ihm. Diese wollen wir nun nach Eisenschmiede bringen, damit Bran Bronzebart diese für uns übersetzen kann. Bran sagt uns, dass auf der Tafel beschrieben wird, wie man das Bollwerk des Bergkönigs schmiedet. Der letzte Träger dieser Rüstung sei Egrim Bronzebart gewesen. Als nächstes sollen wir erst einmal mit Berater Belgrum sprechen, da dieser mehr über Egrims Vergangenheit weiß. Belgrum schlägt vor, dass wir die Suche in Egrims Arbeitszimmer beginnen. Doch damit wir das Arbeitszimmer betreten können, müssen wir uns einen Weg durch die Altstadt von Eisenschmiede bahnen. Angekommen im Arbeitszimmer stellen wir direkt fest, dass die Rüstung nicht mehr auf ihrem Ständer ist. Allerdings finden wir viele zerbrochene Rüstungsteile auf dem Boden, welche wir natürlich einsammeln. Der Legende nach wird die Rüstung eines Bergkönigs beim Schmieden an den Zwerg gebunden, für den sie gemacht wurde. Nur diese Splitter sind noch übrig. Eine historische Rüstung wie diese neu zu schmieden, wird nicht einfach. Aber mit Grumnus Hilfe könnte es gelingen. Wie ihr sehen könnt, sind von der Rüstung nur Fragmente übrig. Ah, der Champion ist da! Ich bin nicht sicher, ob wir die Rüstung neu schmieden können. Die große Schmiede müsste heißer brennen, als wir es je erlebt haben. Selbst wenn wir das Metall schmelzen könnten, würde nicht einmal ein Dunkeleisenzwerg die Hitze aushalten. Keine Sorge, Grumnus. Ich habe ein paar Freunde, die uns mit beiden Problemen helfen könnten. Grumnus sagt, dass wir zum Schmelzen dieses Metalls ein wenig Hilfe benötigen werden. Bran hat auch sofort die passende Antwort darauf. Er schlägt vor, dass wir nach Ulduar gehen. Vor vielen Jahren kämpften wir dort gegen ein Konstrukt namens Ignis, Meister des Eisenwerks. Man erzählt sich, dass die Titanhüter ihn zurückgebracht haben und dass Ulduars Ofen erneut brennt. Wir sollen nun also Ignis für unsere Sache rekrutieren. Ulduar, ich bin schon Jahre nicht mehr hier gewesen. Offenbar haben die Titanenhüter vieles instand gesetzt. Schnell! Ignis braucht Hilfe! Danke, kleines Wesen. Die Schmiede steht wieder unter meiner Kontrolle. Ignis, wir brauchen eure Hilfe. Der Champion und ich müssen eine alte Zwergenrüstung neu schmieden. Die große Schmiede kann nicht mehr heiß genug brennen, um das Metall zu schmelzen. Nicht ohne eure Hilfe. Ein gewagtes Vorhaben. Als Dank für eure Hilfe biete ich euch meine an. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich die Flamme entzünden. Danke, Meister des Eisenwerks. Gute Arbeit! Wir können mit meiner Flugmaschine zurückfliegen! Zurück in Loch Modern erfahren wir von Bran, dass Ignis uns zwar helfen wird, wir aber die Hitze der Schmiede nicht überleben werden. Er sagt, dass unsere Vorfahren, die Zwerge, die einst Egrims Rüstung schmiedeten, ihre Steingestalt sehr viel länger aufrechterhalten konnten als wir heutzutage. Nur so konnten sie das Bollwerk überhaupt schmieden. Glücklicherweise kann uns aber unser Freund Bergfels weiterhelfen. Bran Bronzebart. Bergfels, gut, dass ihr gekommen seid. Wir brauchen eure Hilfe. Der Champion muss über längere Zeit in Steingestalt bleiben, um glühende Hitze auszuhalten. Ich verstehe. Es gibt ein Ritual, das euch helfen könnte. Euer König hat es einst vollzogen. Magni? Nein, das verlange ich niemandem ab, egal was auf dem Spiel steht. Keine Angst, Azeroth hat seinen Sprecher schon gerufen. Die Steingestalt des Champions wird nur vorübergehend sein.
Ich brauche aber einen Überrest des vorherigen Rituals, wenn ich es für euch vollziehen soll. Na gut. Champion, lasst uns in der Altstadt von Eisenschmiede nach Überresten von Magnis Ritual suchen. Ich hoffe nur, das funktioniert. Zurück in Eisenschmiede gehen wir wieder in die Altstadt und bergen einen der Kristalle, die noch von Magnis Ritual zurückgeblieben sind, als er sich damals befreit hatte. Als nächstes geht es zur großen Schmiede in Eisenschmiede, wo wir nun das Ritual für unsere Steinhaut und dann das Schmelzen und Schmieden der Rüstung beginnen können. In mir lebt die Erde selbst. Sie ist ein Teil von mir und ich von ihr. Ich höre auf die Antwort des Berges. Champion, eure Haut ist Stein. Azeroth hat euch Stärke gewährt. Ihr seid bereit. Die Temperatur steigt, kleines Wesen. Brennt! Brennt in den Flammen des Schöpfers! Ergreift die Rüstung! Eure Haut wird nicht verbrennen! Es sei geschmiedet! Schlagt das Metall, um es zu formen! Nun präsentieren wir natürlich noch das fertig geschmiedete Bollwerk des Bergkönigs unserem Anführer Muradin Bronzebart. Für Kasmodan! Natürlich möchte ich euch noch zeigen, wie unsere Traditionsrüstung nun aussieht. Ich verabschiede mich jetzt aber schon mal an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und haut rein!